Ja, mein Name ist Matthias Möller und hier in diesen kleinen Videos will ich Ihnen wieder einige kleine Tipps geben. Und es gibt ja so Tage, wo wir alle unter dem Wetter mehr oder weniger fühlig sind. Ja, Sie kennen das vielleicht, es gibt diese schönen Urlaubstage, wo die Sonne scheint in den Bergen und man steht frisch auf und man geht in den Frühstücksraum und alle freuen sich und sind aktiv. Und an anderen Tagen geht man in denselben Raum und es regnet draußen, es gießt. Es ist ja in diesen Bergen, wenn dieser Landregen sich eingesetzt hat und alle eher die Neigung, sich auszuschlafen, zu ruhen, kleine Dinge zu tun. Und ähnlich ist es auch in meiner Praxis. Ich hatte heute früh eine Frau mit, die zurzeit schwere seelische Blockaden hat und mentale, und die kam und die war gedämpften Zustands, und ein junger Sportler, den ich zurzeit coache, damit er seine persönlichen Ziele erreicht, der war auch heute so. Und da gibt es einige Tricks, die Sie tun können. Das erste ist mit kleinen Wasseranwendungen. Mit Wasseranwendungen muss man nicht gerade kneipen, wenn man nicht Erfahrung hat. Manchen tut's gut, manchen tut's nicht gut. Aber was immer hilft, ist, über den Puls kaltes Wasser laufen zu lassen oder sich kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen, weil das bewirkt erstens über die Reflektoren einen ausgeglicheneren Kreislauf und eine Anregung des gesamten Systems. Und zweitens ziehen sich die Kapillaren kurz zusammen und weiten sich dann. Und der Körper kann dann besser funktionieren. Was aber auch eine sehr, sehr gute Unterstützung und Hilfe ist an solchen Tagen, ist, wenn man die Hände so zusammenführt, wie wenn man sie krallt. Das löst nämlich einen Reflex aus. Unsere Vorfahren, also vor ganz langer Zeit, also in Deutschland sind ja die meisten Menschen von der darwinischen Evolutionslehre überzeugt, ja. Und die hat ja auf jeden Fall ganz, ganz viel Richtiges, wenn auch nicht alles eins zu eins. Heute die Biologen wie Darwin sehen, aber die Grundlage, die stimmt einfach, ja. Und unsere Vorfahren, wenn die so fest sich gehalten haben, dann musste eine Spannung durch den ganzen Körper gehen, damit die nicht loslassen. Und dieser Reflex ist einfach immer noch da. Und wenn man diese Bewegung macht, dann löst es im Körper eine leichte Muskelspannung aus und man bekommt mehr Energie. Hilfreich ist auch, wenn man diese Punkte hier auf der Stirn leicht massiert, die helfen, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Und weiter hilfreich ist für die meisten Menschen eine ganz einfache Bewegung, wenn man nämlich so die Hand auf die Hände an den Kopf legt, eine Hand an den Hinterkopf, die andere an den Vorder. Für die meisten ist die Übung dann am effektivsten, wenn rechts die Aktivität vorne ist und links die eher passive, kreative Seite nach hinten. Aber Sie können es probieren, bei manchen ist es auch umgekehrt effektiver. Und diese sind kleine Übungen, die jetzt nicht sicherlich wie eine Tasse Kaffee reinziehen, aber die keine gesundheitlichen Nebenwirkungen haben und die einem helfen, auch an so einem Tag eine gewisse Aktivität und freudige Ausstrahlung nach außen zu haben. Das wünsche ich Ihnen bis zu meinem nächsten kleinen Video und bis dahin Ihnen alles Gute.